der denn her? Ich bin nichts. Das ist spannend. Alles Gute kommt von oben. Ja. Flugabwehrgeschütz offline, Shepard. So. Ich gebe Signal. Commander Shepard. Dawn hat es nicht geschafft, Admiral. Er hat es nicht. Ich verstehe. Ich komme mit einem Shuttle rein. Wo sind Sie? Der Rest meiner Crew hat es auf eine Lichtung geschafft. Ich lade die Position hoch. Zusammenbleiben, wir treffen uns dort. Nein, die Gäste haben mich abgeschnitten. Ich höre schon die nächste Welle. Wir kommen. Geben Sie uns Ihre Koordinaten. Lassen Sie. Meine Crew wird in Kürze überrannt. Und Sie auch. Meine Leute sind keine Soldaten, Shepard. Man wird sie abschlachten. Retten Sie sie. Wir brauchen einen Friedensstifter. Ja. Ja. Admiral, Sie müssen die Zivilflotte führen, wenn wir diesen Kampf beenden wollen. Was ist daran zivil? Unsere ganze Spezies hat für diesen Wahnsinn zu den Waffen gegriffen. Es ist zu spät für uns. Nur dann, wenn Sie hier unten sterben. Sie glauben doch nicht, dass Sie diesen Krieg beenden können. Ich weiß es nicht, aber klar ist, dass ich es ohne Ihre Hilfe ganz bestimmt nicht schaffe. Vorfahren, vergebt mir. Lade meine Koordinaten hoch. Wir kommen. Ui. Ui. Der Admiral hat nicht mehr viel Zeit. Ich seh's. Da links ist einer. Sie kann gehen. Los. Gehen Sie in Deckung! Das ist ja auch mal eine coole Sache mit dem Geschütz. Shepard, meine Crew. Vielleicht ist noch Zeit. Hallo? Hier ist Saal Chorus. Rett mich jemand. Hallo? Wir müssen gehen. Ich bete, dass der Himmel der Heimatwelt Ihnen ein Trost war. Oh Mann. Aber wir konnten leider nicht alle retten. Commander, die Unruhen haben sich weiter verbreitet, als ich dachte. Sie hatten recht, was meine Rückkehr angeht. Konnten Sie die zivilen Captains zum Bleiben überreden? Ja, sie haben sich in Verteidigungspositionen im Zentrum der Flotte neu formiert. Wenn wir sie nicht aufgehalten hätten. Wenn ich Ihnen irgendwie helfen kann? Nachdem die Quarianer die Geth in die Arme der Reaper getrieben haben, würde ich alles tun, um diesen Wahnsinn zu beenden. Genau deshalb wollte Ihr Volk Sie zurück. Stimmt. Es ist höchste Zeit, dass wir uns um die kümmern, die wir noch retten können. Leben Sie wohl, Shepard. Viel Erfolg. Ja. Commander, wir haben die Reaper-Basis lokalisiert, die das lokale Signal sendet. Gut. Und gerade noch rechtzeitig.
Aufgrund der Upgrades mit dem Reaper-Code nehmen die Geth die Flotte auseinander. Wenn das Signal deaktiviert ist, sind die Geth keine Bedrohung mehr für die Streitkräfte. Ist das ein Problem? Die alten Maschinen verfolgen zwar unethische Ziele, aber ihre Upgrades haben die unseren deutlich verbessert. Ich zeige es Ihnen. Ein Signal, das Geth steuert. Eine einzelne Einheit, oder? Korrekt. Und jetzt 10 Einheiten, die vernetzt zusammenarbeiten. Und das ist eine einzelne Geth-Einheit mit den Upgrades der alten Maschinen. Das ist eine vollentwickelte KI? Ja, wir verurteilen die Ziele der alten Maschinen. Aber wir halten diese Entwicklung für wunderbar. Ein Indiz für Leben. Ja. Das stimmt. Commander! Kommen Sie, Admiral. Das ist ein lebendes Wesen, egal auf welcher Plattform es läuft. Und Sie werden sterben, wenn wir die Basis zerstören. Sie sind Verbündete der Reaper. Um sich vor ihnen zu schützen. Ich will Ihre Zerstörung nicht. Vielleicht müssen Sie nicht sterben. Nur weil der hier einen freundlichen Eindruck macht? Nun, er hat noch auf kein Schiff mit mir an Bord geschossen. Commander, wollen Sie etwa vorschlagen? Ich schlage gar nichts vor. Ich sage nur, dass vielleicht nicht alle von Ihnen sterben müssen. Alles völlig egal, solange wir die Basis nicht ausgeschaltet haben. Die ganze Umgebung ist schwer befestigt und Sie haben Störtürme aufgestellt, um eine Zielerfassung aus dem Orbit zu verhindern. Dann müssen wir das wohl zu Fuß machen. Admiral Zen hat ein Laserleitsystem entwickelt, das das Störsignal durchdringen kann. Synchronisiert mit der Zielerfassung der Normandy. Die Normandy startet also einen Präzisionsangriff auf jedes Ziel, das ich markiere? Das dürfte reichen. Edie, okay für Sie? Ja. Es müsste uns einen Präzisionsschlag gegen die Reaper ermöglichen. Und alles andere in unserem Weg. Die Geth werden ihre Störtürme rasch auf diese Technologie umkonfigurieren. Sie sollten sie erst bei Erreichen der Basis einsetzen. Die Koordinaten der Reaper-Basis habe ich Ihnen geschickt. Können wir loslegen? Diese Jägerstaffel der Geth dezimiert nach wie vor die Flotte. Können Sie durchhalten? Wenn diese Jägerstaffel nicht ausgeschaltet wird, werden es viele unserer Schiffe nicht schaffen. Aber wir tun, was wir können. Es ist Ihre Operation, Commander. Wenn Sie jetzt losschlagen wollen, haben Sie meine Unterstützung. Ich habe Ihre Rücksichtslosigkeit schon zu oft unterstützt. Die Patrouillenflotte bleibt. Wir müssen Ihren Flankenangriff zurückschlagen, um unseren Fregatten Zeit zu verschaffen. Und dann stürmen Sie wieder los, wie beim letzten Mal. Diesmal ist es anders. Wenn wir unseren Schiffen nicht eine Pause verschaffen, werden wir sie verlieren. Dann ziehen Sie sie zurück. Dann fallen uns die Geth in die Flanke und wir verlieren jeden Spielraum. Ich brauche die Patrouillenflotte. Ja. Ich habe Ihre Rücksichtslosigkeit schon zu oft unterstützt. Was meinst du? Die Patrouillenflotte bleibt. Ich weiß nicht. Wir müssen Ihren Flankenangriff zurückschlagen, um unseren Fregatten Zeit zu verschaffen. Ja. Und dann stürmen sie wieder los, wie beim letzten Mal. Ich weiß es nicht. Diesmal ist es anders. Admiral Garrel hat recht. Ein Rückzug würde die ganze Flotte gefährden. Wenn Sie das sagen, Commander. Gut. Sie bekommen Ihre Schiffe. Danke, Ran. Sie bekommen sie einwandfrei wieder zurück. Shepard, Commander. Wir reden später. Wir bleiben so lange. So. Ja, wir bewegen uns gerade etwas schwierig, weil wir möchten nicht, dass die Quarianer sterben, sondern dass sie ihren Heimatplaneten bekommen. Wir wollen aber auch nicht die Geth zerstören. Erzählt, dass Cerberus am Anfang ein Sonderkommando der Allianz war. Sonderkommandos sind nie ganz astrein. Wenn man sein Handeln leugnen muss, war die ganze Aktion von vornherein nichts wert. Ha! Ist ja mal interessant zu wissen, ne? Mhm. Sie haben neue Nachrichten, Commander. Oh je. Mein Cousin Dawn von Nast. Was? Grillult. Commander Shepard, die Zivilflotte ist Ihnen dankbar, dass Sie uns unseren Admiral zurückgebracht haben. Ich traue um alle, die auf der Heimatwelt gefallen sind. Aber Sykoris hat verhindert, dass viele Schiffe direkt vor die Geschütze der Geth geflogen sind. Der Admiral hat mir erzählt, dass Sie meinem Cousin Dawn Hast auf Drench getroffen haben. Es bedeutet mir viel, dass Dawn bei seinem Tod nicht allein war. Danke, Commander, für alles, was Sie getan haben. Ja, seinem Sohn sollten wir ja noch die Nacht seines Todes überbringen. Genau. Aber dass ihm halt der Heimathimmel ein Trost war. Wo sollen wir jetzt hin? Willst du das mal den Server ausmachen? Ich weiß nicht, was müssen wir denn zuerst machen? Ist egal. Ja, dann den Server ausschalten.
Kannst du nochmal speichern, bitte? Nimm den mit dem du gut schießen kannst. Wir müssen immer so viel machen hier. Nimm mal. Ja. Was du ständig wechseln musst, kannst dich nicht mehr irgendwas entscheiden, ne? Man muss auf jeden Fall sagen, interessante Waffe war das. Ja, war das, aber du hast so gezogen, geschossen wie so ein... Wie war das mit Kanonen auf Spatzen oder so? Und die Kanonen haben daneben geschossen. Mhm. Ich fand, sonst kannst du besser zielen. Und weiter geht's. Commander, es ist so wie befürchtet. Geth-Staffeln sammeln sich, um unsere Lebensschiffe abzufangen. Verstanden, Admiral Rahn. Wir sind gleich beim Server. Halten Sie uns auf dem Laufenden. Status? Log verschlüsselter Geth-Kanäle wurden wir noch nicht entdeckt. Auf Widerstand werden wir wohl nur am Server selbst stoßen. Im Server? Ist der so groß? Sie missverstehen. Um Geth aus dem Server zu extrahieren, ist direkter virtueller Kontakt nötig. Sie müssen unseren Konsens betreten. Ich soll virtuell mit den Geth interagieren? So kann man auch ihre Aufmerksamkeit erregen, falls es einen nicht umbringt. Okay. Ich bin keine Maschine. Wie betrete ich eine virtuelle Welt? Cerberus hat auf dem Gebiet Geth-Mensch-Schnittstelle geforscht. Sie nannten es Projekt Overlord. Wir haben ihre Übertragungen überwacht. Wir haben das dabei benutzte Interface überarbeitet und können mit der Ausrüstung von der Normandy einen sicheren Kontakt herstellen. Vertrauen Sie uns. Ja. Ich halte zu Ihnen, Legion, auch wenn ich nicht ganz begreife, wofür Sie mich überhaupt brauchen. Sie sind eine Unbekannte. Das ist ein Vorteil. Geth-Sicherheitssysteme sind im Umgang mit organischen Denkprozessen ungeübt. Während wir die Maßnahmen des Systems gegen Eindringlinge beschäftigen, deaktivieren Sie die Staffeln, indem Sie Geth aus dem Server entfernen. Wenn die Lebensschiffe dadurch gerettet werden, müssen wir es tun. Telemetrische Daten sagen für diese Operation hohe Erfolgschancen voraus. Wir haben wenig Zeit. Wir überbrücken die Sicherheitssysteme, während sie sicher landen. Sie wollen noch nicht. Er hat's gerade getan. Sie haben Flugzeug geschmissen. Ja, wir haben schon 3 Uhr jetzt. Das erklärt unsere Genhäufigkeit. War Legion schneller? Ich glaube schon. Ist es das? Ja, feindliche Geth-Jägerstaffeln sind mit diesem Server vernetzt. Aufgrund der begrenzten Ressourcen sollten sie sich alleine anschließen. Tun wir's. Initialisiere Peer-Netzwerk-Integration. Gehen Sie zum Undock-Port. Oh Mann, das ist gefährlich.